Friends, was geht ab? Willkommen zu dem Projekt auf YouTube, was aktuell das saltigste, maybe das saltigste, aber das auf jeden Fall emotionsachterbahnendste Projekt auf YouTube ist. Ich denke schon. Einfach Gefühlsachterbahn sein Urgroßonkel. Wir haben aktuell nur noch 3 Pokémon im Team, anstatt 6. Solltet ihr es verpasst haben, wie immer, letzte Folge reinziehen. Ansonsten möchte ich in dieser Folge nochmal ein bisschen über Kapitel 2 reden. Ja, ich weiß, ich glaube, das ist das zweite oder dritte Pokémon-Video, wo ich über Kapitel 2 rede, plus halt das Informationsvideo. Aber ich habe ja auch, glaube ich, in der letzten Aufnahme gesagt, also in der letzten Folge, dass es wirklich kopfzerstörend ist, dieses Thema für mich. Und ich glaube, wenn ich so viel darüber zu reden habe, ist es halt, glaube ich, wahr, ne? Nicht, dass Leute wieder denken, ich laber Scheiße. So, es ist halt... Es ist halt irgendwie ein bisschen das Internet, aber scheiß drauf, darauf will ich gar nicht eingehen. Also, bezüglich Kapitel 2 habe ich jetzt ein paar Sachen anzusprechen. Und zwar weiß ich ja immer noch nicht wirklich, wie ich Kapitel 2 handhabe. Aber ich habe, glaube ich, jetzt maybe so eine grobe Idee. Weil Pokémon zum Beispiel hier jetzt gerade auch, kann man eigentlich relativ gut als Themetalk machen. Also falls ihr irgendwelche Themenvorschläge habt für die nächste Aufnahme oder übernächste oder so, lasst es mich wissen. Ansonsten kann man ja bei Pokémon, falls da Interesse ist, an sich einfach über Themen talken, weil Pokémon ist jetzt nicht so das Projekt, was geistesgestört viel Ingame-Commentary braucht oder halt allgemein irgendwas. Außer natürlich im Kampf da... Macht man In-Game-Commentary? Das ist eine neue Route, oder? Ja, ist es. Okay. Ja, also, hier ist ein Encounter. Also man macht entweder In-Game-Commentary oder auch nicht. Je nachdem, ob man im Fight ist oder nicht. Ein Makuhita. Oh. Ich will ja nichts sagen, ne, for real. Wir haben aber 3 Flugschwächen im Team und das ist die 4. Und das ist wieder so ein Grund, einfach die Aufnahme gerade zu beenden und dieses Projekt einfach 4 Wochen beiseite zu legen. Das ist, glaube ich, so ein richtig guter Grund dafür, würde ich mal so behaupten. Whatever, gut. Ich fange Makuhita eben. Oder töte Makuhita eben. Und dann reden wir weiter. Gut, also. Mit Kapitel 2 und was ich meine und worüber ich dieses Video eigentlich sprechen möchte, ist... Das, oh mein Gott, wäre das geil gewesen. Holy shit, ich hasse dieses Spiel. Ich habe ja bereits gesagt, ich glaube, ich habe so eine grobe Idee, weil das ist mir heute aufgefallen an sich, wo ich mir dachte, komm, du nimmst Pokémon heute nochmal auf, weil Unite steht demnächst an und ich muss sehr viel Unite-Content rausballern und bla bla bla, da habe ich nämlich nicht mehr so viel Zeit für. Oh my goodness, dieses Game teast mich doch jetzt einfach nur noch. Bruder, das ist doch nicht mehr normal, ey. Komm, verpiss dich. Nein. Piss dich, Alter. Ey, nee, wenn ich das sehe und... Oh, nein, alles cool. Alles cool. Alles cool. Alles gut. Alles gut. Ah. Dieses Projekt, ich hab's ja gesagt, das ist mit das größte Emotionsachterbahnprojekt ever. Also, zurück zum Thema. Jesus, fuck, ey. Und zwar habe ich mir überlegt... Wir haben hier einen Zweitkanal und den habe ich eine längere Zeit vernachlässigt bzw. nicht mehr benutzt. Ich weiß nicht, ob das klug war, jetzt bufft er sich defensive. Ich glaube, ich mache einfach einen Z-Move. Ja, ich mache einfach einen Z-Move, vielleicht killt das ja. Ja, wir haben hier einen Zweitkanal, den habe ich vernachlässigt und wie ich das machen könnte, dann müsste ich nicht so extrem meinen Kanal auf den Kopf stellen und sagen wir mal sehr viele Leute vergraulen. Obwohl ich es mir eigentlich noch leisten kann. Selbst wenn ich 2.000 oder 3.000 Abonnenten haben sollte, könnte man sich das eigentlich leisten, den Kanal komplett auf den Kopf zu stellen. Ich denke so ab knapp 10.000, über 10.000 oder was weiß ich, dann vielleicht nicht mehr. Aber ich glaube, aktuell bei meiner Größe können wir es machen. Okay, wir haben ein Problem. Das Pokémon... kann immer Flugattacken, Dodo oder Dodri, immer. Es kann immer Schnabel, immer. Und wir haben nur Flugschwächen. Was mache ich? Sehr gute Frage. Wir machen Durchbruch.
Was anderes bleibt uns nicht übrig. Das wird aber nicht killen. Es hatte 1 HP. Imagine, es hätte jetzt Ruckzuck-Keep. Daran habe ich gerade erst gedacht, wo ich Durchbruch geklickt habe. Holy shit. Hatte 1 HP. Aber ja, also, wir haben ja den Zweitkanal noch. Und das ist mir aufgefallen jetzt, wo ich eh Themen-Talk mache, hier bei Pokémon. Würde es sich nicht extrem anbieten, Cutted-Content hier eh auf den Kanal zu bringen? Ne, klar. Tafelwasser muss ich, by the way, noch buffen, habe ich komplett vergessen. Aber wir können dann hier Cutted Content machen und es kann ja eventuell so trotzdem Main Focus Nintendo bleiben. Und auf dem Zweitkanal kann man dann ja, wie bereits gesagt, wegen Thementalk und so, Uncutted Content machen, so 30, 40 Minuten oder so, weil da juckt es mich wirklich nicht. Und dann könnte ich da zum Beispiel Breath of the Wild zocken von Anfang an, Uncutted 30, 40, 50 Minuten pro Part. Das wäre ja dann komplett scheißegal und da können wir Thementalk machen. Und für die Leute, die halt auch Bock haben auf Thementalk oder an sich einfach zuzuhören oder so, können den Kanal ja abonnieren und dann immer in den Kommentaren reinschreiben, falls sie irgendwelche Themen im Kopf haben oder so, dann kann man das besprechen. Ansonsten kann man halt auf dem Zweitkanal wirklich über alles reden. Über Probleme, über Struggle, über Erfahrungen, die man selbst gemacht hat, Lebenserfahrungen und was weiß ich nicht. Ich demonstriere dir mein Können gerne an einem Pokémon deiner Wahl. Ja, warum nicht? Kraftreserve. Könnten wir doch, glaube ich, gut gebrauchen. Maybe. Auf Jet Li vielleicht? Oh, okay. Whatever. Wir müssen nach oben weiter, ne? Ja, wir müssen weiter nach oben. Okay. Machen wir noch den Trainer. Ich bin gespannt, was ein Pokémon der hat. Dann würde ich weiter labern. Auch zwei Pokémon. Yogglef. Ja, ist okay, das sollten wir one-shotten. Gut, also. Okay, lag. Wie bereits gesagt, man könnte Uncutted Content auf den Zweitkanal bringen. Ob Pokémon jetzt auch zu entweder Cutted oder Uncutted gehört, I don't know. Kann man drüber streiten. Aber ich würde, glaube ich, Pokémon dann vielleicht sogar auch auf den Zweitkanal bringen. Maybe. Oder wir lassen Pokémon auf dem Main-Kanal, weil das halt immer so gesehen mein Ding war. Also unser Hauptprojekt auf dem Kanal, mein Baby. Da könnte man noch einiges überlegen. Aber dann hätte ich auch an sich mehr Platz hier auf dem Kanal. Weil dann müsste ich mich nur um alleinstehende Videos kümmern oder Cutted-Videos. Aber was heißt das dann auch für Masters? Ja, Masters ist ja schon Cutted, ne, an sich. Und Masters ist auch relativ alleinstehend. Deswegen glaube ich, bleibt Masters dann auch auf dem Hauptkanal hier, weil man muss sich bei Masters nicht jedes Video reinziehen, um aktuell zu bleiben. Das ist ja komplett irrelevant. Das heißt, Masters wäre so ein Projekt, was auf dem Hauptkanal erstmal bleiben würde. Safe. Pokémon könnte man noch drüber streiten. Ansonsten kann man ja auch wieder Let's Plays in Anführungszeichen machen. Also was heißt in Anführungszeichen? Ist ja so, aber halt gecuttet. Und zwar sowas wie Mario 3D World, 3D Land. An sich alles, was sich anbietet, was nicht so extrem lange geht. Und dann könnte ich ja natürlich auch hin und wieder... Ach ja, fucking Geist-Typ, ne? Ender Unlucky. Wir gehen in Susi. Oder gehen wir in Terminator? Komm, wir gehen mal in Terminator. Ja, und dann könnte ich auch... Keine Ahnung, Stream-Highlights bringen oder so. Selbst wenn es mal ein Shooter oder so ist auf dem... Wow, das ist Unlucky. Das ist unlucky. Zen-Kopfstoß. Okay. Das ist unlucky. Ach ja. Ja, ich weiß es halt irgendwie, ne? Noch nicht ganz so. So ein bisschen, glaube ich, merkt ihr, habe ich einen Progress. Geht eventuell in die Richtung. Natürlich hat er auch Juwelenkraft. Was hat er denn nicht, Mann?
Ich kann schon wieder nichts machen, es pisst. Och Mann, ey. Ich schwöre, dieses Projekt will einfach nicht. Und das pisst mich aktuell auch so sehr an. Ich brauche wirklich eine Pokémon-Pause. Es pisst mich einfach nur noch an, ey. Ich bekomme die dreckigsten, hässlichsten Scheiß-Encounter außer Jet Li. Och Mann. Ach, ist das nervig, ey. Ich kann einfach nichts machen. Ich kann nichts machen. Jet Li kann das Pokémon nicht treffen. Ich habe nur Attacken, die neutral sind. Wir werden Nierleben schneller sein. Er killt uns jetzt. Was soll ich machen? Ich kann auch nicht gegenheilen. Keine Ahnung, Akrobatik. Es ist. Wir sind schneller, okay, das ist eine Sache. Und Akrobatik macht 3 Damage. Wir sterben jetzt hier. Ja. Das ist GG. Diese Folge ist tatsächlich GG. Ich kann nichts machen. Ich habe keine Chance. Ich kann einfach nichts machen. Jetzt macht er einen Zen-Kopfstoß. Der hat uns ja 30 Damage gedrückt. Selbst wenn ich heile, das bringt mir einfach nichts. Außer er misst den. Komm. Ich probiere es trotzdem für die Leute, die dann sagen, du hast es ja gar nicht probiert. Ich probiere es trotzdem. Wir haben nur 2 Heil-Items oder so, aber scheiß drauf. Ich probiere es. Es ist aber GG. Ey. Spukball. Was hat er denn nicht? Juwelenkraft? Spukball? Zen-Kopfstoß? Ah, ja. Dor. Ist okay. Ist okay. Ja, keine Chance. Keine Chance. Unsere Tränke sind jetzt auch weg. Ich mache eine Top-Genesung. Danach haben wir nur noch eine Kraftwurzel. Und wenn er dann nichts misst irgendwie. Ja, ich glaube, Juwelenkraft kann gar nicht missen. Ich glaube, nur Zen-Kopfstoß wäre die Attacke, die missen könnte, ne? Ich glaube, ja. Naja, egal. Wenn ich ehrlich bin, wie gesagt, ich hätte das Projekt sehr, sehr gerne durchgespielt. Sehr, sehr gerne. Egal, ob Nuzlocke oder ob wir es einfach gewinnen oder so. Sehr, sehr gerne. Es sollte nicht sein, aber wie gesagt, irgendwie bin ich dann auch keiner froh drüber. Einfach, weil es ist halt so für den Arsch. Der Hack und so an sich nicht. Und die Gen auch jetzt nicht so wirklich, aber unsere Encounter waren einfach so für den Arsch. Und ich kann hier nichts machen. Kann ihn nicht touchen. Leider. Kann hier nichts machen. Ja, verschwenden wir nicht unsere Zeit. Lassen wir uns sterben. I guess. Ja. Das war's. Das war's mit Lethal Sun. Und das war's vorerst mit Pokémon tatsächlich. Ich meine, an sich ist das Timing auch ganz cool. Pokémon Unite kommt. Oder ist schon draußen, wenn ihr das seht. Ich denke schon, ja. Ah, dieses Projekt, ey, das. Würde es mich nicht interessieren und würde es mich auch nicht so sehr aufregen oder mitnehmen, ne? Ich glaube, das ist verständlich, aber. Ich bin mir sicher, die meisten würden das eher dann wieder sehen. Oh, der Typ ist schon wieder schlecht gelaunt und labert wieder nur Scheiße. Bla bla bla, keine Ahnung. Ach, scheiß drauf, ey. Ist doch egal. Whatever. Ich wollte Kapitel 2 auf jeden Fall mal ein bisschen ansprechen und eventuell gechillt das Thema ein bisschen fortführen und euch so updaten, aber hey. Sollte nicht sein, sollte nicht sein. Das Projekt ist damit vorbei. Wir hatten, by the way, Doppelflügel und in ein paar Level, ich glaube mit Ende 20, Anfang 30, vielleicht Mitte 30, hätte er noch eine Custom-Attacke gelernt, die richtig strong ist. Und das wäre, glaube ich, es gibt Splishy Splash, ist die Wasserattacke, Spicy Splash ist die Feuerattacke und Grassy Splash oder Planty Splash, irgendwie sowas, ist die Pflanzenattacke. Also es sind Custom-Attacken von mir. Und die sind richtig geil. Die haben 4 Effekte tatsächlich. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Und die harmonieren auch. Wenn man die benutzt, entsteht ein Regenbogen in einer bestimmten Reihenfolge. Oder es kommt Regen, beziehungsweise es kommt Gras und so. Also man kann die miteinander kombinieren.
um dann bestimmte Effekte zu erhalten und so. Und so gesehen, das Battlefield ein bisschen zu verändern, das Kampffeld. Aber gut, sollte nicht sein, sollte nicht sein. Bezüglich Kapitel 2 habe ich euch auch ein bisschen jetzt so gesagt, was ich so fühle aktuell, ein bisschen geupdatet. Ich weiß es halt noch nicht, ich lasse mir auf jeden Fall Zeit. Ansonsten, wie gesagt, rushe ich auch immer Sachen. Aber hier will ich mir wirklich Zeit lassen. Wir werden sehen. Am Ende des Tages ist es auch, glaube ich, scheißegal, was ich mache. Weil, wie gesagt, ich noch so klein bin. Eigentlich. Keine Ahnung. Freunde, meine Nase ist schon wieder voll. Ich weiß nicht warum. Immer während ich aufnehme. Nicht immer, aber manchmal. Keine Ahnung. Was ist das für ein Mysterium eigentlich? Wenn man aufnimmt, manchmal ist einfach random die Nase voll. Ich weiß es nicht. Gut, Freunde. Ich will es nicht länger hier, ne, bla bla bla. Und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich denke, ich werde es auch unedited machen. Denke ich, ja. Scheiß drauf. Unedited. Ich werde es einfach auf YouTube hochladen. Kommt dann an einem Donnerstag, denke ich, scheiß drauf, kein Intro, kein Outro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, das supports Camord. Abonnieren nicht vergessen, um in Zukunft nicht mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dennoch Lethal Sun hat euch irgendwie gefallen. Falls ihr selber testen möchtet, alle ROM-Hacks bzw. die Patches, es sind ja immer nur Patches, zu den jeweiligen ROM-Hacks sind insgesamt 6 Stück oder so. 6 verschiedene XY, Sonne, Mond, Ultra, Saphir, Alpha, Malfa, Dingenskack. Findet ihr alles auf dem Discord-Server. Und ja. Yeah. Wir sehen uns dann einfach im nächsten Projekt wieder. Oder im nächsten Video. Pokémon wird auf jeden Fall erstmal ein bisschen chillen. Safe Call. Und dann, ja. Schauen wir mal, was wir als nächstes großes Projekt machen. Gut. Haut rein, Boys. Ich mach raus. Peace.